Am 19. Mai 2022 haben der Deutsche Journalistenverband, Landesverband Sachsen-Anhalt und die Industrie- und Handelskammer Magdeburg die Gewinner des Journalisten-Nachwuchspreises Sachsen-Anhalt 2019 und 2020/21 geehrt. Verliehen wurden die Auszeichnungen für die Themenbereiche Wirtschaft, Soziales und Bildung in den Kategorien Print, TV-Radio und Multimedia. IHK-Präsident Klaus Olbricht begrüßte die Gäste und Pressesprecher Thorsten Scheer gab den inhaltlichen Einstieg mit der Frage: Alles muss immer schneller werden, müssen wir mitmachen? Nein. Wir müssen immer besser recherchieren, wir müssen aufpassen, dass Nachrichten und nicht Meinungen gesendet werden. Selbstbewusste Journalisten und Verlage müssen unabhängig erhalten bleiben. Unter dieser Prämisse wurden die Preisträger von der Jury ermittelt und nun bekannt gegeben. Für das Jahr 2019 erhält Julian Bremer von MDR Sachsen-Anhalt eine lobende Erwähnung für eine Podcast-Folge des Wochenrückblicks Was bleibt? Über den Stellenabbau beim Anlagenbauer Enercon in Magdeburg. In der Kategorie Print geht der Preis an Valerie Schönian für ihren Beitrag Geld zum Gruße, für den sie gemeinsam mit ihrer Oma an den Ort reiste, an dem diese vor 30 Jahren das erste Mal den Westen sah. Und das ist irgendwie schön, weil es einer meiner liebsten Texte ist und ich finde eben auch, also ich bin auch dankbar dafür, dass ich dann eben gerade diesen Preis auch bekommen konnte, weil durch meine Beschäftigung mit Ostdeutschland weiß ich, wie wichtig es ist, dass halt Medien und Mediennachwuchs in Sachsen-Anhalt gefördert wird und dass ich jetzt irgendwie, und dass das passiert, ist toll und dass ich jetzt irgendwie Teil davon bin, ist halt auch nochmal toller. In der Kategorie TV-Radio bekam den Preis Kai Witt-Rauwen von MDR Sputnik für eine Podcast-Sendung des Formats Sputnik Pride mit Themen der queeren Community. Die Volontäre der Mitteldeutschen Zeitung räumten mit ihrem Projekt Tür an Tür zum Thema Integration den Preis in der Kategorie Multimedia ab. Für die Jahre 2020/21 wird das MDR-Azubi-Projekt Mach mal, Augen auf, über versteckten Rassismus im Alltag und der möglicherweise eigene Anteil daran lobend erwähnt. Lukas Kissel erhält den Preis für seinen Beitrag Lasst uns rein über Brauchtum in der Kategorie Print. In der Kategorie TV-Radio konnte Sarah Böttcher für ihre Reportage Gewalt in der Geburtshilfe, ich habe mich gefühlt wie ein Stück Fleisch, den Preis für sich gewinnen. Sie beschreibt das Erleben der Gebärenden und das Verhalten des ärztlichen Personals ohne Schuldzuweisungen auf einer sachlichen Ebene. Ja, das war mir auch total wichtig, da auch konstruktiv irgendwie mit umzugehen. Jede Geburt ist anders. Es gibt ganz viele Frauen, die tolle Geburten haben, die sehr schöne Geburten haben. Aber ich finde es auch wichtig zu thematisieren, dass das eben, naja, nicht überall so ist. Ich denke, da fängt es ganz viel in der Hebammenausbildung an, dass Hebammen dafür geschult werden, dass Frauen dafür geschult werden, auch über ihre Bedürfnisse zu sprechen. Ich denke, so wird sich das in der Zukunft verändern, weil die Generationen sich verändern und die Frauen sich auch verändern, ja. Für die Kategorie Multimedia geht der Preis an den Masterstudiengang Journalismus der Uni Leipzig für das Projekt MDR Resteretter. Mittels einer eigenen App wird dabei die Lebensmittelverschwendung der Nutzer gemeinsam dokumentiert und ausgewertet. Schön, dass die zukünftige Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt sich die Zeit genommen hat und ebenfalls zu Gast war. Ja, zum einen die IHK, denke ich, ist ein wichtiger Partner für die Stadt Magdeburg. Ich hatte auch vorher schon Kontakte über die Jobcenter-Fragestellung. Und Medien sind auch ein wichtiger Bestandteil. Medien können viel bewirken. Und deswegen war es mir auch wichtig zu schauen, was denn der Mediennachwuchs mit sich bringt, in welchen Kategorien hier ausgezeichnet wird und wo die Menschen herkommen, die jungen Menschen, die hier Preise erhalten haben. Nach dem obligatorischen Gruppenfoto konnte dann der Abend bei guten Gesprächen und leckerem Spargel ausklingen.